Hallo ihr Lieben, ich habe heute wieder ein Haul für euch und zwar von der Stempelbar. Da gab es kürzlich 22% Rabatt aufgrund dessen, dass die Stempelbar 22 Jahre alt geworden ist. Und ich liebe ja deren Spruchstempel so gerne und deswegen musste ich da auch wieder zuschlagen. Ich habe jetzt gesehen, die haben jetzt auch wieder aktuell heute neue Stempel reingestellt, die aktuelle neue, aber ich habe im Moment kein Geld dafür. So. Da habe ich jetzt ganz unspektakulär bei 22% EZ-Mount bestellt. Das ist ja zur Stempelmontage. Da habe ich auch hier schon den Bogen, wie ihr seht, angefangen. Das ist so eine Art Montageschaum, wo man dann hier eine Seite abzieht, die dann klebt. Eine Seite klebt, die andere Seite klebt nicht und die kann man dann auch mal Acrylblock kleben. Wenn euch sowas interessiert, wie man sowas macht, aber ich denke, die meisten, die wissen, wie das geht. Dann habe ich hier von Paper Artsy diese Platte bestellt. Bei 22% konnte ich nicht um diese Platte drumherum gehen. Und dann habe ich, wie gesagt, Stempel bestellt von der Stempelbar. Dieses kleine Schirmchen, Sonnenschirmchen, diese Spraydose. Diese liegende Frau. Ich habe sie auch alles schon montiert mit dem EZ-Mount. Die finde ich ja auch so herrlich, wie sie da so faul in der Sonne liegt mit ihrem dicken Bauch in die Luft streckt. Die ist bestimmt schwanger. Dann haben wir hier diese coole Oma. Und hier dieses. Also die Stempel von der Stempelbar, die kann ich euch echt empfehlen. Ich wüsste nicht, wo ich sonst so lustige Spruchstempel herbekäme. Die sind echt immer total klasse. Für Pillepalle bin ich nicht zuständig. Das muss man sich echt öfters mal sagen. Dann dieses süße Einhorn. Das sind jetzt keine neuen Stempel. Die neuen Stempel, die sind jetzt erst in den Shop gekommen. Dann haben wir diesen hier, diesen süßen Hasen. Mit dem Wurm. Und das hier, bist du traurig, hast du Sorgen, darf ich dir mein Einhorn borgen? Wenn es nur immer so einfach wäre. Und hier, es gibt gute Freunde, es gibt beste Freunde und es gibt dich. Was haben wir hier noch? Manchmal muss es ein Schlückchen Grünkohl sein. Manchmal muss es ein Schlückchen Alkohol sein, weil keine geilen Geschichten mit einem Glas Grünkohlsaft beginnen. Und der letzte, habe ich verstanden, mache ich aber nicht. Das ist auch cool. So, das war das Video von der Stempelbar. Gleich folgt noch ein Haul von der Scrapbook-Werkstatt. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend. Gebt mir doch mal Rückmeldung, wie euch das Video gefallen hat. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, das kennt ihr ja alles schon. Und bis zum nächsten Mal.